Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Jetzt würde ich gerne mit euch und auch gerne noch mit Norbert, wir haben ja noch 15 Minuten mit ihm, dann machen wir eine kurze Pause, mal über ein Thema sprechen, glaube ich, oder über eine Person vielmehr, die heute in der Formel 1 immer noch sehr, sehr fehlt. Die Rede ist nämlich von Niki Lauda. Gestern vor 3 Jahren starb er am 20.05.2019 im Alter von 70 Jahren. Dreifacher Weltmeister von 1996 bis Ende der Saison 2017 war er, Heiko, bei euch als Experte für RTL im Einsatz. Wir sehen hier ein paar Bilder, aber auch ein paar Bilder von euch. Da sehen wir mal die RTL-Truppe mit dir zusammen, auch Heiko, Niki, Christian, du eben Heiko, Florian und Kai und auch von Norbert und Niki gibt es ein paar schöne Bilder, da können wir mal drauf schauen aus den Zeiten von früher. Lange liegt es diesbezüglich zurück. Und dieses Bild, das wir jetzt zeigen, stammt aus dem Jahre 1977. Es war das erste Interview, nämlich in Monaco, wie Norbert mir nämlich vor der Sendung nämlich verraten hatte. Wie sehr fehlt euch beiden, Niki? Ja gut, erstmal muss man sagen, denn der Niki war sicherlich ganz klar einer wie keiner. Wir haben alle viele, viele tolle Charaktere in der Formel 1 kennengelernt. Der Niki war speziell, gerade echt witzig, hat natürlich einen wunderbaren Schmäh drauf gehabt, hat einen gerne positiv provoziert. Ich weiß das sehr genau, wir sind jahrelang, als er bei RTL tätig war, zur Rennstrecke gemeinsam gefahren, weil er bei uns bei Mercedes mit uns im Hotel gelebt und gewohnt hat. Wir waren sehr oft beim Abendessen gemeinsam und haben da einfach ein gewisses Relaxing immer gehabt und haben uns natürlich auf den Hebel genommen. Da gab es wunderbare Gespräche bei der Autofahrt hin und zurück zur Rennstrecke. Und da habe ich den Niki kennengelernt und ich war auch früher als Journalist schon. Dieses Bild ist entstanden in einem privaten Boot in Monaco damals, das wir gerade gesehen haben. Da habe ich noch als schüchterner junger Journalist gefragt, Herr Lauda, haben Sie mal am Wochenende irgendwann Zeit für ein Interview? Und der Niki in seiner unnachahmlichen Art schon damals, jo, jetzt. Und dann hat er noch gesagt, jo, jetzt, lief. Und ich denke, was mache ich jetzt? Ja, laufe ich halt hinterher. Und dann sind wir letztlich an dem im Bauch einer nicht sehr großen Yacht, aber immerhin einer Yacht im Strand angekommen. Und hat er gesagt, jo, jetzt, was willst du? So. Und er war immer ein total offener Gesprächspartner. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Aufnahmegerät. Ich habe vielleicht einen kleinen Notizblock dabei gehabt oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich das Interview zusammengekriegt habe. Und der Niki war auch nie einer, der gesagt hat, ich will das autorisieren oder mein Pressesprecher schaut es an. Gab es damals nicht. Da war Vertrauen da und wenn man da irgendeinen Blödsinn geschrieben hätte, wäre er auch derjenige gewesen, der gesagt hat, sag mal, da haben wir uns aber kolossal falsch verstanden. Ich schätze den Niki ganz, ganz, ganz enorm, habe ihn wirklich schätzen gelernt, habe mit ihm auch die Diskussion über, hast du einen Freund, hast du keinen Freund geführt, und zwar sehr, sehr intensiv. Und er hat es immer wieder unterstrichen, dass er keinen Freund, keine Freunde hat. Und ich habe ihm da immer gesagt, das kann ja nicht sein. Und wir waren aber durchaus, ich würde sagen, befreundet und ziemlich, ziemlich offen und ehrlich und eng. Er ist für mich ein absoluter Markstein. Und ich habe ja mit ihm am Ende auch noch gearbeitet, dann fast drei Jahre lang. Als er im Aufsichtsrat unseres Formel 1 Teams war. Und da hat der Sache sicherlich gut getan. Und es ist ein Jammer auf der einen Seite, was dass er mit 70 dann von uns gehen musste. Auf der anderen Seite müssen wir alle wahnsinnig dankbar sein, welche tolle, intensive Zeit. Also ich habe in den 20 Jahren mit ihm intensivere Dinge erlebt, wie man auch in 50 Jahren erleben kann, muss ich wirklich sagen. Und wir haben nicht dreimal in der Woche telefoniert. Aber es war wirklich ein echtes, ehrliches,
gutes Verhältnis. Der hat auch gesagt, red jetzt kein Blödsinn und das würde ich anders machen oder was auch immer. Und ich glaube, Heiko, das kannst du auch bestätigen, der Niki war nicht der Superstar, sondern der war immer auf Augenhöhe und konnte total auch einstecken. Also wenn man sich gegenseitig gefoppt hat, dann war der nie irgendwo, ja, das kann man nicht sagen oder so. Der hat sich über einen Spruch, den man zu seinen Lasten gemacht hat, auch königlich amüsieren können. Und das fand ich wunderbar, wirklich. Also das war ein echtes Give and Take. Und ich will es überhaupt nicht glorifizieren, aber er war ganz sicher einer wie keiner. Und ein Markstein im Rennsport, und das wird er immer bleiben. Wie viel Anteil hatte denn Niki gerade auch bei Mercedes oder für den Erfolg des Teams in den Jahren, Norbert? Ich glaube, das ist ganz schwer. Ich bin kein Freund von Mr. X hat das beigetragen, mich der Mr. Y das. Die Zeit war reif, es wurde gute Vorarbeit geleistet, das Team ist aus Brown GP entstanden. Wir haben Weichen gestellt mit dem Triebwerk schon lange, lange Zeit. Da war noch Ola Kalenius bei uns für den ganzen Motorenthematik zuständig. Der war 6 Jahre der Mann, der unsere Motoren verantwortet hat in der Formel 1. Da wurde gute Aufbauarbeit geleistet. Wir hatten ein kleines Budget und haben das Team schrittweise aufgebaut aus Brown GP heraus. Und hier hört man im Hintergrund gerade einen Motor aus der alten Generation. Hier fährt ein Red Bull Two-Seater bei der DTM, fährt da Prominente und Gäste über die Rennstrecke. Aber wie gesagt, da hat jeder seinen Anteil und ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen, der eine hat das, der andere hat jenes. Ich will nicht versäumen, nochmal darauf hinzuweisen, was auch der Michael Schumacher an Aufbauarbeit geleistet hat. Und die habe ich live erlebt, wie viele konstruktive Gespräche wir innerhalb des Teams mit Ross Brawn in technischen Belangen, in Weichenstellungen gehabt haben. Und ich glaube, das wird heute jeder im Team, jeder Verantwortliche nach wie vor bestätigen. Und jeder hat seine Zeit. Ich hatte meine 22 Jahre, das ist ja eigentlich über die Maßen viel, auch für Formel 1 Verhältnisse. Und dann ist ein Stabwechsel und der hat wunderbar funktioniert. Und jetzt war eben gerade, ich würde mal sagen, ein temporärer Durchhänger beim den Silberpfeilen. Und von heute an, wie wir gesehen haben, geht es hoffentlich wieder bergauf. Lass mich noch eine kurze Frage noch kurz hinterher schieben. Wo warst du an dem Tag, am 20.05.2019? Wie hast du vom Tod von Niki Lauda erfahren? Ja, ich war da immer ziemlich eng verbunden und hab das verfolgt. Und wir haben uns auch regelmäßig immer noch nach den Rennen, ich hatte WhatsApp-Kontakt und so weiter. Und wir hatten bei Geburtstagen gegenseitigen Kontakt. Und der war ja auch immer, hat nie lange Romane geschrieben im WhatsApp. Der hat Danke, Niki, oder Kommst, Niki, oder ja. Heiko, es war nie irgendwie, also die Effizienz auf Beinen und auch die Witzigkeit auf Beinen. Ich habe das natürlich mit, es ging ja eine ganze Zeit schon, dass man die Befürchtung haben musste, das könnte schwierig werden und schlecht möglicherweise ausgehen. Also das war, ja, ich war auch in Wien bei der Beisetzung dann und das war natürlich eine Verabschiedung, die nur wenige bekommen, mit ganz tollen Reden, Bekundungen. Gerhard Berger hat da was sehr, sehr Eindringliches gesagt, wo ich mich dran erinnere. Und da war die gesamte Formel 1 zusammen. Ja. Weil wir noch wenige Augenblicke haben, Heiko, wir sprechen nach der Werbung dann auch über eure Zeit, eure gemeinsame Zeit. Norbert, gibt es heute noch Momente, wo man an Niki Lauda zurückdenkt, wo man gerne zurückdenkt? Gibt es vielleicht auch manche Momente, wo einen so ein bisschen an die gemeinsame Zeit mit Niki erinnert? Ja, absolut. Also ich denke, dass dadurch, dass ich jetzt schon viele Jahre nicht in der Formel 1 ein- und ausgehe, ist das sicherlich eine Distanz da. Aber der Niki war ganz oft bei uns bei der DTM zum Beispiel, der war oft da, sein Sohn fuhr bei uns, der Matthias, den habe ich neulich bei
Talk im Turm bei Servus TV getroffen. Und ich habe mit beiden Söhnen immer ein total witziges und lustiges Verhältnis gehabt. Und wir haben auch viel, wir haben nicht nur Rennstress gehabt, sondern wir haben auch viel Freude gehabt. Und ich glaube, das ist die Rezeptur im Rennsport, wie im Sport überhaupt. Wenn du nur Anspannung hast, du musst auch Entspannung haben. Nur dann kann man die Leistung bringen. Und ich war mit der Familie, mit der Frau, mit seiner ersten Frau. Ich war bei einem Überraschungsgeburtstag zum 50. Geburtstag in Ibiza. Da wusste der Niki überhaupt nichts davon. Ich glaube, da wurden exakt 50 Gäste damals eingeladen. Und er kam ins Lokal und war total überrascht. Und ja, es waren grandiose und großartige Zeiten. Und ich denke da wahnsinnig gerne zurück. Ich weiß aber auch, dass der Niki einer werde sagen würde, jetzt macht nicht so ein Theater um mich, sondern das Leben geht weiter. Er wäre der Erste, der das sowas sagen würde. So habe ich ihn kennengelernt. Und er hat natürlich, wenn man mein erstes Formel-1-Rennen übrigens war, mein erstes Formel-1-Rennen überhaupt am Nürburgring, Nordschleife, als der Niki seinen Feuerunfall hatte. 1. August 1976. Von da haben wir ja, nach und nach natürlich viele, viele gemeinsame Zeiten, Stunden, Jahre in der Formel 1 erlebt, was ich damals 1976 natürlich noch gar nicht wusste. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.